Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, Baby Park und ich bin immer noch erkältet, aber es geht eigentlich. Ich kann nur sein, dass ich zwischendurch mal huste, aber ja, daran habt ihr euch wahrscheinlich schon die letzten paar Tage gewöhnt. Und ja, Baby Park, Spiegel, mal gucken. Baby Park hatten wir, glaube ich, noch nie im Spiegel, bis jetzt immer nur normal. Und ja, ich werde mir vornehmen, wieder ein paar Punkte zu machen, da wir ja im letzten Part ein bisschen nicht gerade gut gefahren sind bezüglich meiner Erkältung. Und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin guter Dinge. Und ja, es gibt sogar ein bisschen, was ich besprechen kann. Oh nein, nicht den blauen, nicht den blauen. Aber damit fangen wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Strecke an. Denn Baby Park ist gleich schon wieder vorbei. Ist ja eine sehr kurze Strecke, mit, aber dafür halt die 7 Runden und das ist ja das, was Baby Park ausmacht. Und das war scheiße von mir. Egal, egal, egal. Passt schon. So, gibt man halt zu blocken. So, Schutzschild. So. Baby Park im Spiegel hat irgendwie ein ganz anderes Feeling und leider wird es wieder gemario-kartet. Das kennt man ja. Ja, gibt jetzt ein cooles Item, womit ich nach vorne ziehen kann. Sehr schön. Oh. Oh, setz nach den Spiegel. Ich wollte gerade den Spiegel sagen. Oh, siebter. Sollte Plus geben, sollte Plus geben. Ja, plus 4. Sehr gut. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Weiter geht's mit Tic-Tac-Trauma 200cc und ja, das kann was werden, weil ich kann ja kein 200cc. Ja, dann habe ich wenigstens halbwegs Zeit, mein Thema zu besprechen, denn ja, wer ja meinen Kanal beobachtet hat die letzten Tage, hat ja gesehen, dass ich 2 Projekte die Woche abgeschlossen habe. Minecraft Hardcore zusammen mit Johnny und Paranoia. Die anderen beiden sind, glaube ich, noch im Rennen, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob die mittlerweile vielleicht auch ausgeschieden sind, aber zum Aufnahmezeitpunkt, also Freitag, sind die noch im Rennen. Ja. Das war ja unerwartet. Da ist mir auch nur eingefallen, das war so dumm von mir, dass ich da gestorben bin, weil eigentlich war ich ja schon auf dem Rückweg nach Hause. Wollte den Grund wissen, warum ich nochmal zurückgegangen bin. Nein, das mit den Eisen war gelogen. Einfach nur, damit ich nochmal einen Screenshot nach der Aufnahme von der Höhle fürs Thumbnail machen kann. Damit ich nicht wieder vom Haus aus ein Thumbnail machen muss. Hätte ich einfach während der Aufnahme einen Screenshot gemacht, dann wäre ich noch drinne. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich hatte ja meinen Spaß und das hat ja sowieso geleckt wie sonst was. Also ist ja nicht schlimm, dass es vorbei ist. Und ja, dann habe ich ja dann auch schon direkt die Strafe gemacht. Die ist ja jetzt auch schon vorbei hier. Wild Animal Racing. Das war ja... Ich habe ja die Regeln geschrieben. Den Preis festgelegt für den, der Erster wird. Und natürlich auch die Strafe für den, der als Erstes ausscheidet. Also in dem Fall ja mich. Also kann ich mich nicht beschweren und ja. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, Wild Animal Racing schaut irgendwie gefühlt keiner, aber kann ich verstehen, das Spiel ist ja unbekannt. Die paar Leute, die das kennen, kennen das ja auch nur, weil es scheiße ist. Und ja. Also finde ich auch nicht schlimm. Das ist mir ja nicht relativ egal, aber... Oh, Kugel will ich, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Minecraft Hardcore lief ja dafür einigermaßen gut. Ist kein 3D-Mario, die laufen ja bei mir am besten. Aber für ein Nicht-3D-Mario lief es schon sehr gut. Tja, da kann ich nicht meckern. Und 9. immerhin, meine Güte, 200cc kann ich nicht, wirklich nicht. Ich unterdrücke noch die ganze Zeit das Husten, also in der Pause werde ich gleich erstmal ordentlich husten. Und ja, jetzt bitte die letzten minus 2, kann ich mitleben, kann ich mitleben. Jo. Nächstes Rennen. So, es standen gerade eben 2 Rainbow Roads zur Auswahl. Einmal die von Super Nintendo und hier die vom N64. Zum Glück ist die von N64 gewählt worden, denn das ist die einzige Rainbow Road, die ich so wirklich kann. Und ja. Also wie bereits im letzten Rennen gesagt, ich habe die Woche ja 2 Projekte abgeschlossen. Und das heißt, wir sind jetzt aktuell wieder hauptprojektlos, aber das ist ja nicht so schlimm, denn nach diesem Part, heute um 19 Uhr startet dann das nächste Projekt. Ich habe kurz überlegt, ob ich das wirklich bringen will. Denn ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das bei Wild Animal Racing schon angekündigt habe. Und wenn ja, sie hat sowieso keiner gesehen, also kann ich es ja nicht auch nochmal sagen. Ja, als nächstes, ich bin gerade übrigens Letzter. Als nächstes kommt Asterix und Obelix XXL rum. Nicht Remastered, XXL 2. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich das überhaupt bringen soll, weil
ja, beim Ende vom ersten Teil habe ich ja so ein bisschen geraged und ich hatte auch einen Rage Quit. Die Aufnahme ist aber leider nie hochgeladen worden. Ich habe die aber noch. Sonst lösche ich immer meine Aufnahmen nach dem Rendern, aber die habe ich behalten, weil die ist schon ganz lustig. Vielleicht kommt die irgendwann mal als Abo-Special für irgendwas. 150 oder so. Und die Strecke läuft ja mal gar nicht gerade bei mir. Egal, Kugelwilli regelt, Kugelwilli regelt. So, gib mir was Gescheites. Also der zweite Teil wird dann nachher starten. Der ist um einiges kürzer und auch ein bisschen anders. Das ist eher eine Parodie auf Videospiele. Also es gibt viele Anspielungen auf andere Spiele. Es gibt zum Beispiel Gegner, der aussieht wie Mario. Dann gibt es Gegner, die aussehen wie Sonic. Dann gibt es Leute, die aussehen wie Rainman. Ihr erinnert euch noch an den Rotschopf aus dem ersten Teil. Der ist auch wieder da. Der ist jetzt aber eine Splinter Cell-Anspielung. Splinter Cell nie gespielt, aber ist eine Review, weiß ich halt, dass er eine Splinter Cell-Anspielung ist. Und dann gibt es noch einen Charakter, der heißt Larry Craft. Das ist sowas wie Lara Croft mit Bart. Und 10. Minus 7. Läuft gar nicht mal so optimal. Ja. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf Sydney Spritztour in 200. Ja, also der Raum hat sehr viel 200 und mal schauen, wie es läuft in diesem Rennen. Vielleicht, sonst wechsle ich den Raum nochmal fürs letzte Rennen, weil 200 komme ich halt überhaupt nicht mit klar. Das ist für mich wie eine andere Sprache. Das ist ungefähr so, als würden wir normalerweise die normalen Buchstaben jetzt benutzen und plötzlich auf Kyrillisch umsteigen. Da komme ich halt nicht drauf klar und vor allem nicht, wenn du auf dem letzten Platz bist und dann die ganze Zeit hier Beschleunigungs-Items kriegst und das allgemein schon zustimmende Gameplay dann halt noch schneller wird. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja. Und ich falle die ganze Zeit gegen die Wand. Ich hasse es. Aber komm. Ist die Scheiße hier rein. Ich wollte ja ein bisschen wieder Pluspunkte machen, nachdem der letzte Part so scheiße lief und die mit Johnny liefen mir auch nicht gerade optimal für mich. Aber ja. Ist anscheinend mir nicht vergönnt. Ich hack mich gerade auf dem 4. und 5. Platz. Das ist interessant, weil ich spiele wie ein Otto. Aber anscheinend. So, ich bin gerade Dritter. Es läuft unerwartet gut für mich. Können wir mal darüber reden? Ich könnte noch was zu Asterix sagen. Der zweite Teil ist auch kürzer als der erste und ich kann ja jetzt längere Parts als 15 Minuten hochladen im Gegensatz zum ersten Teil. Also, das wird keine knapp 50 Parts dauern, also keine Sorge. Und danach, ja, ein weiteres 3D Mario ist auch in der Planung. Das ist ja, 3D Mario ist ja das, was ihr am liebsten bei mir guckt. Der erste Part von Bowser's Fury hat jetzt, glaube ich, schon fast 4000 Klicks. Das ist viel. Wirklich viel, weil im Durchschnitt mache ich auf ein Video, das kein 3D Mario ist, 50 Klicks. Ein durchschnittliches 3D Mario Part hat bei mir. Ah, 7. Na, passt schon. Ein durchschnittlicher 3D Mario Part hat ungefähr 300 Klicks bei mir. Also, das ist schon gut. Oh, plus 4 wenigstens etwas. Ja. Und dann mal gucken. Nächstes Rennen. So, zum Finale nochmal auf meiner Strecke, dem Flusspark. Eine Strecke aus der aktuellen Welle, die hatten wir bis jetzt auch, glaube ich, erst einmal. Ich finde die eigentlich voll schön, guckt euch die doch mal an hier, ganz ehrlich. Ja, ich könnte ja mal darüber reden, denn ich habe wieder mit ein paar neuen Serien angefangen. Ich habe vor anderthalb Jahren mal mit Shameless angefangen, habe da so 3-4 Folgen gesehen und gedacht so, ja, ganz nett. Aber packt mich nicht. So, jetzt gucke ich, seitdem ich krank bin, täglich Shameless jeden Morgen. Jetzt bin ich bei Staffel 3 schon halb durch. Und ja, ist eine lustige Serie. Ich habe eigentlich auch nur weitergeguckt, weil hier die ganze Zeit bei YouTube Shorts so Videos über Carl, White Boy Carl und so kriege. Und da dachte ich mir so, gebe ich doch mal eine Chance. Ich will mal sehen, wie White Boy Carl wird. Und ja, ich habe auch mit Cobra Kai angefangen. Ich mag ja so kampfsportmäßig. Ich habe ja früher Karate gemacht und Judo und so eine Scheiße. Und ja. Karate Kid aus den 80ern habe ich allerdings nie gesehen. Ich habe damals hier den Film mit Jaden Smith und Jackie Chan gesehen. Den habe ich im Kino gesehen damals mit 6, 7.
Also wann kam der raus? 2010, 2011, also ich war da 6, 7. Den fand ich damals gut, obwohl die meisten den ja scheiße finden. Mir hat er gefallen als kleiner Bub. Und ja, guck jetzt Cobra Kai. Ich habe mir jetzt auch mal vorgenommen, Karate Kid zu gucken. Ja, nur die Sopranos schaue ich aktuell nicht. Da habe ich mir ja irgendwann mal aufgeschrieben, weil ich bei einer Folge aufhören musste, weil ich ins Bett musste, weil es ja schon so spät war und ich arbeiten musste. Ich dachte so, ja, die Folge geht wie immer so 45, 50 Minuten. Ja, und dann gucke ich die und dann sehe ich nur so, scheiße, die Folge dauert ja über eine Stunde. Gott, jetzt schreibe ich mir auf hier, Minute 55, so, guckst du morgen weiter. Dieses Morgen war vor 2 Wochen oder so. Fick dich, Donkey Kong. Leck mich. Leck mich. Ich hab die Pilze. Ich setze mich jetzt nach vorne ab. So, komm. Oh, nö! Achter. Aber wenigstens plus 3. Wenigstens ist das drinne. Ja. Ich würde mal sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen hoch. Abonnieren. Kommentieren. Und ja, ich spiele gleich nochmal privat Schikane. Wir sehen uns im nächsten Part und haut rein!